Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu einer Runde Sickerling mit dem guten Kundran. Schönen guten Tag. So. Sewers. Nee, Water Treatment ist das ja. Hier vor Setcom, nee, Setcom. Ja, doch, Setcom. Ja. Hm. Ja, du weißt welches. Ja, also das mit der Satellitenschüssen. Ja, das ist dann jetzt hier. Wollte ich mir eine Waffe kaufen. Vor dem Ding, ja. Ja, ich laufe ja davon weg. Die Richtung FPS. Ach so. Bis ich da durch bin, entfernen wir uns ja komplett von mir. Das stimmt, das dauert ein bisschen, bis man den Schuppen gelootet hat. Ich meine, dadurch, dass unten ja jetzt der Verkaufsautomat drin ist, kann man das ganz gut mitnehmen, prinzipiell, aber. Ja, ohne zwanghaft kämpfen zu müssen. Also vorher musste man sich ja um den Verkaufsautomaten prügeln, der da oben ist. Oh, schön nach dem Grün. Wo ich jetzt erstmal hier rein. Und das nervt, was man immer alles die Treppen hochschmeißen muss. So, ich habe einen Man-Tracker. Man-Tracker ist immer gut, ich auch. Gut, und eine T2-Axt, wenn du einen haben möchtest. Ja, sehr gerne. Ich habe immer noch nichts gecraftet. Ich habe 4 Spritzen und einen Man-Tracker. Komm mal zu dir, einfach ein gutes. Immer diese Sache mit den Steroiden. Ja. So, du kommst von oben, alles klar. Ich bin gleich da. Ob ich den mal hier in Muscle Man form? Okay, ah, den habe ich sogar schon. Den könntest du verkaufen. Ja, gut, dann treffen wir uns beim Verkaufsort. Ja, ich wollte gucken, ob hier ein Dingens ist. Ein Containerchen. Ich würde sagen, wenn du jetzt hier 2 Waffen hast, dann kannst du ja. Dann kann ich den Mantrick auch noch verkaufen. Du hast jetzt noch einen, oder? Jupp. Okay. Wasser am Haus. Wasser am Haus? Haus am Wasser. Das war gut. Den Fall hatte ich gehört. Oh, diese Dinger nerven so. Nein, das ist tot. Und wir haben 13 Leute tatsächlich. Ich kann damit dazu sagen. 13, das ist so. Das ist wieder so eine arme Sau solo gespawnt. Hatte ich jetzt die Tage auch jetzt? Zweimal hintereinander. Da. Da hatte ich jetzt die Tage zweimal hintereinander. Da hatte ich aber auch nach 10 Sekunden schon den im Wald und dann war ich alleine drin. So. Das ist okay. So schräg. Ja, der läuft jetzt in unser Haus da drin. Der ist da drin. Immer oben dran. Wir hätten einfach warten können. Geschlagen, dann konnte blocken. Naja, schön springen. Sich die Beine gebrochen. Ist jetzt gut? Der will mich doch. Der will mich trollen. Hau ihn um, Kundran. Tut mir leid. Sonst wäre er weggekommen. Da wäre auch noch ein Medikit. Ja, weil sein Slow wäre sonst ausgelaufen. Jo, alles gut. Hat er den oben auch noch? Ja. Na, ganz kurz für den Stein. Kommt einer? Dieser Man-Tracker ist gar nicht schlecht. Wo? Da hinter mir. Ich laufe auf dich zu. Warum ist der nicht trackbar? Links von uns ist einer, aber vor uns war auch einer. Ist eigentlich mal mitgekriegt, gedroppt. Ich hab noch eins. Achso, ja. Nee, das kann sein, dass ich das aufgehoben habe. Am Baum. Okay, ja, alles gut. Hörst du, ne? Rechts. Also jetzt geradeaus. Wo ist er? Ich hätte nur deine Schritte gehört. Du auch schon rechts von mir. War. Da. Da ist er. Ist er allein? Er hat einen Bogen. Der kriegt aufs Maul hier. Komm, schlag zu, schlag zu, schlag zu. Nein, oh, jetzt hat's verloren.
beat that contestant to death. You are a killer. Killer. Come on, run. Go, go, go. Go, Power Ranger. Your friend killed somebody else with an axe. Schön gemacht. Oh, mal ganz kurz gucken, was hier so los ist. Crowbar, gecrafteter Bogen, Manchester, Rucksack. Meine Body Armor ist noch quasi voll. Okay, meine auch. Alles zwei volle Teams noch. Das war natürlich nicht so clever von den beiden. Sie haben extra mit Inhumid, Inhumity? Glaube ich, oder? Also extra damit gespielt, dass man sie nicht tracken kann, und dann waren sie so laut, dass man sie gehört hat. Das ist natürlich sehr unglücklich für die Herrschaften. Da wollten sie auf Airdrop spielen wahrscheinlich. Meinst du? Oder auf Final. Ja, wahrscheinlich eher auf Final. Tap. An den Labs wahrscheinlich. Now available. Mid-match Airdrop. Hey, nur 95 Minuten. Das ist ja... So viel, wie sind sie noch? Ja, das vier ist, Stück. Ja, wir sind hier zu schnell. Wir einen haben immerhin auch schon drei Kills. Was? Nice, endlich mal ein ordentliches Finale. Dann würde ich sagen, ja, du brauchst noch ein paar Kills. Ich hab 10% mehr Leben. Ja, noch ein Team und dann hast du dann 10% mehr Damage. Vor uns. Ich hab keinen Airdrop, das kann doch nicht sein. Du hast gesagt, hier ist einer, oder? Ja, ja, direkt vor uns. Da. Schleich mich an. Links ist er. Auf der Straße. Und hier ein Random Airdrop? Sie haben uns gesehen. Sie haben den gerufen. Ja, ja, sie haben den gerufen. Direkt vor uns. Alles klar, dann drauf, oder? Na komm, töten wir sie. Mist, geblockt. Schön. Jetzt hör doch. Ich. Jetzt aber. Hau zu! Auch wegzulaufen. Komm, nimm noch den Kill hier noch. Ach Gott, das ist Utility Airdrop. Wunderbar, komm schon, du schaffst es. Ich feuer dich an. Alter, Sniper. Ja. Tja, ne? Könnte sich eine Body Armor machen. Was sind die Tiefen? Also willst du noch einen von drei Sperren haben? Hier sind noch Sperre. Ja, könnte. Ich hatte halt wenigstens nicht die drei gesucht. Nee. Nee. Wollen wir jetzt warten bis Minute 13, bis wir unsere Erde finden? Ja, wir können ein bisschen ruhiger spielen jetzt, ja. Ach, oh, der hätte sogar noch eine kleine Body Armor. Die nehme ich mit. Die ist voll wertvoll. Was denn, wenn ich die so trage in der Hand, ist das ein Schild? Jetzt als Schild. Dann kannst du Schläge blocken. Oder Pfeile. Also gegen den Pfeilhagel. Mache ich einen auf Spartaner. Zeig ich noch den Man-Tracker? Ja. Meinst du zum aus dem Weg gehen? Sie sind links von uns. Wir müssen jetzt, noch, jetzt einfach töten. Wir müssen noch 2 Minuten überleben, sonst wäre unseren Airdrops verwirrt. Was? Achso, ich dachte gerade, die wären getrennt. Das wär's natürlich. Einer rechts, einer links. Nein, sie kreisen uns ein. Sie kreisen uns ein und sind nur 1 Kilometer auseinander. Wir haben keine Chance. Guck mal, eine Palme. Okay. Ja. Ich bin Vegetarier. Okay. Auch Palmen haben Gefühle. Nein, das war jetzt nicht. Nein, das würde ich niemals sagen. Vegetarier sind gesund. So. Ja, meine lieben Freunde, das wird eine absolut spannende Folge. Wir gucken, aber die Leute wollten mal wieder T4 sehen. Ja, und wir gucken uns Straßen an, ja. Hier ist letztens was durchgefahren. Mhm. Das sehe ich. Ja, das ist die Vorbereitung hier gewesen. Die müssten ja irgendwie hier aufbauen. Ja, klar. Weißt du, was die anbringen. Ja, Container mit Leichen. Hier. Und irgendwie auf das Schild da drauf kommen mit einer Sprengung oder so, dass man so hochfliegen kann? Das wäre natürlich geil. Und dann von da oben snipern. Ich weiß nicht, wo ist denn das komische Schild, wo man drauf kann? Vor Culpepper.
Ah, genau, da oben. Hold your breath and bear witness to the Choking Egg. The Master Gas Switch is available in the Citrus Arena. Some contestants choose to hide and stay away from the middle, because they're chicken. 13 oder 14? Oh, sie sind in der Mitte. Was sollen wir jetzt noch machen? Get down there and choke your chickens in the Choking Egg. Was? Nein. Doch. Kunran, jetzt mach nicht so... Jetzt bist jetzt habe ich meine Waffe weggeworfen. Nee, du warst eben auf dem Boden, der Tatsache. Jetzt. Bin stuck. Kunran, das kann nicht wahr sein. Ich bin halt echt stuck. Jetzt komm da runter. So. Na, mach ich doch gerade. Du willst mich verarschen, ey. Nein, du will ich nicht. Jetzt kommt hier von allen Seiten das Gas. Und... Aha! Gut, ehrlich. Da kann nicht wahr sein. Ich hau dich jetzt, bis du da runterkommst. Komm da runter jetzt! Was? Das ist nicht zu fassen. Also mal ehrlich, Kunran. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Du machst mich fertig. Weißt du? Ich versuche hier echt mein Bestes. Aber das ist ja wohl der Hammer. Du hast immer den Kill bekommen. Oh, Leute. Jetzt hör auf hier. Bogen. Oh Mist, Mantracker. Damit kannst du nichts anfangen. Hör auf jetzt. Vorsicht, hinter dir. Ach, der hat auch noch schneller laufen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hasse es. Oh. Alles klar. Also das schneiden wir ruhig mal irgendwo hinter, würde ich sagen. Ich würde die Folge einfach so nehmen. Ehrlich? Ja. Nein, nehmen wir. Ich kann es nicht fassen. Gut, meine lieben Freunde. Das war eine Runde Sekaling mit dem Kunran. Wie ihr wisst, Kunran klettert gerne auf Bäume und klaut sich dran fest. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ruhig mal einen Daumen für den Kunran da, hat er toll gemacht. Bis zur nächsten Runde. Euer Midnight. Ciao.